Guten Tag, mein Name ist Sascha Rabe und in diesem Video zeige ich dir heute den Unterschied zwischen selbstständigen Einkommen als Finanzberater oder Vermögensberater und auf der anderen Seite angestelltem Einkommen als Mitarbeiter in Banken, Versicherungsgesellschaften und Investmentgesellschaften. Wo liegt der Unterschied? Nehmen wir ein Beispiel, du arbeitest heute für eine Bank, machst einen guten Job, machst eine gute Kundenberatung oder bist sogar Filialleiter, dann wirst du in etwa ein Einkommen haben von 60.000 Euro brutto. 60.000 Euro brutto heißt für dich, dass du 30.000 Euro ausgezahlt bekommst. Das kommt dadurch zustande, dass du 20% Sozialversicherung bezahlst und bei 60.000 Euro brutto in etwa 30% Steuern. Das heißt, die Hälfte des Geldes ist weg, stimmt nicht ganz so. Es ist noch da, es hat nur ein anderer, nämlich die Sozialversicherungsträger und der Staat in Form von Steuern. Für deinen Arbeitgeber kosten 60.000 Euro brutto allerdings 72.000, weil auch der hat etwa 20% Sozialversicherung, die er zu bezahlen hat. Was macht jetzt dein Arbeitgeber? Dein Arbeitgeber erwartet von dir, dass du 100.000 Euro für ihn erwirtschaftest. Ja, dein Arbeitgeber muss dir einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Dein Arbeitgeber trägt bestimmte Risiken an der Stelle und er erwartet von dir eine Wertschöpfung, einen Verdienst für die Bank oder die Versicherungsgesellschaft von 100.000 Euro. Das heißt, für 100.000 Euro Wertschöpfung bekommst du am Ende des Tages 30.000 Euro ausgezahlt. Wie sieht das Ganze aus, wenn du selbstständig bist? Wenn du selbstständig bist, dann bekommst du von den 100.000 Euro, die du erwirtschaftest, den größten Teil ausgezahlt. Und in dem Fall ganz eindeutig, mir sind 100.000 Euro variabel deutlich lieber als 30.000 Euro festes Einkommen. Wenn ich noch ein Stück weiter gehe und überlege, wie kommt das Ganze zustande, dann kann ich dir auch sagen, bei einer Selbstständigkeit hast du ja eine Entwicklung deines Einkommens. Das heißt, eine Selbstständigkeit, eine Existenzgründung, da spricht man von etwa 3 Jahren. Und selbst dann, wenn du nur innerhalb von 3 Jahren insgesamt 100.000 Euro erwirtschaftest für dich selber, ein Einkommen von 100.000 Euro in 3 Jahren, dann hast du in meinem Beispiel immer noch mehr, trotz der Existenzgründungsphase, als die 30.000 Euro fest. Wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, dann sprich mich an. Ich entwickle Führungskräfte, selbstständige Führungskräfte und selbstständige Unternehmer und helfe dir dabei, dass auch du von dem, was du erwirtschaftest, den größten Teil abbekommst. Herzlichen Dank, ich freue mich auf dein Feedback und ich freue mich mit dir auf die nächsten Videos. Dein Sascha Rabe.